Willkommen zurück bei Plague Tale. Oh Mann. So, die erste Aufnahme, ja, ich habe sie ein bisschen verdaut. Nicht so richtig, glaube ich, aber so ein bisschen. Wow. Wow, wow, wow. Es ist so viel passiert. Und was mir im Nachgang noch eingefallen ist, wir haben nicht erfahren, was unsere Mutter uns sagen wollte. Sie meinte ja, ich erkläre es dir, warum sie Hugo haben wollten, die Inquisition. Aber es hat sie Amicia nicht erzählt. Also wir wissen immer noch nicht, warum sie überhaupt hinter uns her waren, beziehungsweise hinter Hugo. Wir wissen nur, dass er irgendeine Krankheit hat. Und deswegen sollen wir zum Apotheker, beziehungsweise zum Doktor in der Stadt gehen, dem Fluss folgen. Und in einer spektakulären Fluchtaktion sind wir entkommen. Allerdings, ah, wie schön auch hier die Ärmel nass sind, ne? Ja, allerdings sind sowohl unser Vater als auch unsere Mutter gestorben. Also Wahnsinn. Also vor allen Dingen auch der Kontrast am Anfang mit dem Wald. Genial. Ich habe nochmal ins Video reingeguckt. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Und ich bin jetzt auch schon fasziniert. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Ja, das mag man sich nicht vorstellen, wie die Situation sein muss, zu wissen, dass die Eltern tot sind und dass sie es ihm ja irgendwann irgendwie beibringen muss. Er wird es ja erfahren müssen. Sie wird es ja nicht Ewigkeiten vor ihm geheim halten. Und hoffentlich ist es dann nicht so, dass er ihr vorwirft, dass sie es nicht schon früher gesagt hat. Also Wahnsinn, die Story bis jetzt schon. Ah, ist das alles heftig und unschön. Oh, das ist eine große Stadt. Oh, das ist eine sehr große Stadt. Das ist natürlich die Frage, ob diese Inquisition... Wo sind denn nur alle? Oh nein. Oh, sag nicht, hier ist jetzt die Pest oder sowas. Oder ist die Inquisition hier? Oh, da muss ich rangehen. Einen Moment bitte. Das ist ja mal ein Kundenservice. Da wurde ich gerade angerufen, weil mein Anliegen erledigt wurde. Seit wann bekommt man da den Anruf? Persönlicher Anruf. Ich meine, das ist unser Dienstleister, aber wow. Okay, ja, also Inquisition oder Pest sind jetzt meine Vermutungen. Aber auch wie schön da oben auch, ne? Natürlich eine Kirche, die ganze Stadt überthront. Ach, wie geil die Tiere sogar reagieren. Na, ist das schön gemacht. Hier ist schon länger keiner mehr. Boah, eine Woche? Zwei? Also oben der Kürbis, okay, wenn der gehälftelt war, macht schon Sinn. Aber unten, dass das unten auch so hart verschimmelt ist. Hier ist schon lange keiner mehr. Ich hab den Ton übrigens ein bisschen lauter gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass der zu leise war. So ein Bohrer. Wie so ein Korkenzieher. Schön. Okay, die Pferde sind aber noch nicht verhungert. Also ganz so lange auch noch nicht. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Die haben wahrscheinlich Hunger, oder? Können wir denen nicht mal Heu geben hier? Ne. Schade. Wir können Hugo auch gerade übrigens nicht loslassen, ne? Ein Amulett. Oh, Mama hat mir mal eins geschenkt. Mir auch. Das muss jemand verloren haben. Wir sollten es mitnehmen. Es könnte nützlich sein. Es wird uns beschützen. Also hätte ich nicht gewusst, dass hier noch was versteckt ist. Okay. Oh, ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen.
So. Äpfel. Nein. Oh, jetzt nicht. Aber nicht anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? So bin ich aber auch, ey. Wenn ich Hunger habe, dann muss ich sofort was essen. Ich bin wie so eine Diesel-Lok. So, also so ein Kohle-Lok. So, nachschütten. So, sobald ich Hunger habe, nachschütten. Sonst bleibe ich stehen. So gefühlt. Okay, also hier auch nochmal komplett verdorben. Hier auch. Alles schlecht. Hallo Huhn. Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Schön. Okay, es ist aber ernsthaft total verlassen, ne? Also es ist so gespenstig hier. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Na, das sind Menschen, immerhin. Was haben sie denn nur? Die waren ängstlich. Ja, offensichtlich. Ich bin die Tochter von Signor Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Wie? Fisch? Boah, Fisch muss ja geil riechen, wenn er gammelt, ne? Ich weiß jetzt nicht, welcher Weg der richtige ist. Sowas mag ich ja nicht, ne? Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe! Boah. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Ja, vor allen Dingen, selbst wenn hier jetzt die Pest ist, das ist doch kein Grund, seinen Fisch vor der Tür stehen zu lassen. So schön aus hier. Ein Schneider oder Fieseleur? Wohl eher Schneider. Okay. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Ist da jemand? Hier gibt es nichts für euch. Schert euch weg. Was ist denn in euch gefahren? Mir gefällt der Ort nicht. Wir haben jetzt hier Steine gefunden. Hat das irgendeinen Grund? Wir können nicht schießen, okay. Ah, hier schließt sich der Kreis, oder? Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht mehr darüber reden. Wow. Ich hoffe, wir laufen gerade im Kreis. Bitte, so helft uns doch. Geht weg. Ihr seid hier nicht willkommen. Aber ich bin die Tochter eures Herrn. Ach so, das hier ist die Stadt, die zu unserem Anwesen gehört, ja? Wir waren so auf dem Landsitz, oder was? Das sind unsere Ländereien. Hier auch alles. Uah. Achso, hier ist der Fisch. Okay, wir sind wieder... Okay. Das ist natürlich ärgerlich, ne, wenn man jetzt irgendwas übersieht. Vor allen Dingen, weil alles so schön gemacht ist hier. Oh. Okay, das ist schon ein bisschen gruselig. Was dann auffällig ist, die gucken ja nicht mal, wer wir sind, ne? Pauschal einfach nein. Sie wollen pauschal einfach mit keinem Fremden was... Oh Gott, das X... Sieh mal
da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Hier war ein Feuer. Sie haben alle Möbel verbrannt. Hat man es früher so gemacht? Mit den Kennzeichnungen? Ich weiß es nicht. Ja, man muss sich halt mal vorstellen, was die früher nur für medizinische Möglichkeiten hatten. Oh Gott. I see. Und vor allen Dingen war ja Heilung damals noch ketzerig und Hexerei, ne? Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hör ich da Tumult? Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Sag nicht, die verbrennen da die Leichen oder die Kämpfe gegen die Kranken. Aber ein Apfelbaum. Mein Gott. Ihr, ich flehe euch an, holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte! Wir suchen nur nach jemandem! Und ihr habt ihn gefunden! Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat! Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat! Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber! Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert! Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Los, Amicia! Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ich dachte, wir sind deren Herren. Okay, von ihm wahrscheinlich nicht, aber... Wir müssen uns verstecken, Amicia! What? Amicia ist gestorben. What the fuck? Boah, wir kommen ja vom Regen in die Traufe gerade, ne? Wird ja immer schlimmer statt besser. Mein Gott. Wollen sie uns auch verbrennen? Mehr oder weniger, hä? Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Ich weiß, ich merke schon, es wird... Was soll dieser Lärm? Das wird schlimm. High intense und schlimm. Komm. Fast geschafft. Dem haben wir es gezeigt. Seid ihr ja! Ah, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Schneller! Mann! Oh Gott! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Eieiei. Gut, jetzt können wir raufklettern.
Scheiße. Wir klettern da hoch. Ich hab das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, dass der Doktor uns jetzt ein bisschen aufklärt, was hier los ist. Und nicht, dass die ganze Stadt auch schon von so einer Art Inquisition... Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Okay, sehr simple Einstiegsrätsel. Hilf mir beim Schieben! Na gut. Die Steuerung hiervon habe ich noch nicht so richtig verstanden. Das ist eher... Man kann die ja nicht auf beiden Seiten anfassen, oder? Wie kriegt man die denn jetzt? Komm und hilf mir! Ja. Die ist halt schief, ne? Schieben wir! Natürlich! Okay, jetzt hat sie gedreht. Ich weiß auch nicht genau wie, aber... Puh. Was ist hier eine Gerberei, ne? Wo Leder im Nachhinein getrocknet und gespannt wurde. Unangenehm. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Das ist wahr. Gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf! Es ist... Okay, er ist aber noch nicht da. Na los, komm schon! Los, Hugo! Hier. Gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Die war wirklich morsch wie Scheiße. Nicht ohne Laurentius. Was ist, wenn Laurentius auch? Oder sind wir uns sicher, dass er... Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind Sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren Sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken. Die kommen hier nicht lebend raus! Heilige Scheiße, der meint's ernst, hä? Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Da hoch müssen wir, ja? Was war das für ein Geräusch? Boah,
Boah, es ist schon krass. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Nein, nicht schon wieder! Hier! Was jetzt? Ich weiß nicht. Laufen. Oh, Tür, Tür, Tür. Oh nein! Tür, Tür, Tür. Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, Scheiße. Sie ich weiß es nicht. Hier. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Wird mir gut. Schnell, schnell, schnell. Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich schaff's. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Nee, das höre ich mir jetzt gar nicht an hier. Eine Sackgasse, wir sind erledigt. Hier entlang, habt keine Angst, kommt rein. Verdammt, in diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Danke. Eieiei. Gut, wir haben aber ja gerade gehört, dass sogar die eigenen Loyalisten, nenne ich sie mal, an Konrad zweifeln mit seiner komischen Wahnsinnsaktion. Ja, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, man sucht halt Erklärungen. Aber natürlich, nur zu. Die Truhe ist oben. Ich traue ihr so semi. Ja, man sucht Erklärungen fürs Übernatürliche und die Pest könnte natürlich auch eine Strafe Gottes sein, einer übernatürlichen Macht. Und alle treffen, die schuldig sind, die Fehler gemacht haben, die Sünden begangen haben und die werden dann eben verbrannt, um die anderen zu schützen, weil die haben ja gesündigt und Fehler gemacht. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ernsthaft, Hugo? Aber schick, ne? Wir haben immer noch unsere Kleidung an da unten, das sieht man. Aber da drüber jetzt so eine kleine Lederrobe. Ist eigentlich ganz süß. Cool. Mit der Armschiene auch da unten am Ellenbogen. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor, Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche, aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder.
Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Oh. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Wie nett, dass sie uns einfach hilft, oder? Ich meine, sie können sich auch verstecken, wie alle anderen. Und wenn die Inquisition gesehen hätte, dass sie uns geholfen hat, hätten sie sie wahrscheinlich auch noch umgebracht. Krass, also das Spiel hat eine unglaublich heftige Tempoanziehung. So, man erkundet schön dann auf einmal Schlag auf Schlag. Boah, das ist krass. Puh. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Nimm das Werkzeug, das neben der Werkbank liegt, und das Leder aus dem Hof. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Na toll, unser Doktor ist also nicht so leicht zu finden, wie ich dachte. Also ich dachte so, wir kommen ins Dorf und dann werden wir erstmal aufgeklärt, was hier vor sich geht. Und er erklärt dann, was die Inquisition will, was mit Hugo ist und stattdessen das hier. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Schleuder. Aha, aha. Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Während Amicia ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Beutel. Inventar. Bietet Platz für 12 Materialien. Ah, okay, das kostet 3 Stoff, 5 Quarz oder so und ein Werkzeug. Ist ein bisschen wie The Last of Us, oder? Muss ich gerade dran denken. Das Waffenverbessern aus The Last of Us. Ausrüstung. Amicia entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel mit dickem Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken. Hä? Achso, hier. Ah, okay. Aber wir brauchen dafür Codex. Ja, die werden wir auch mal... No! Shit. Die werden wir aber auch bald lesen. Na, also ich denke mal, ich hole die irgendwann nach. Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns doch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Ich kann Amicia verstehen, aber... Danke für alles. Danke für alles. Ohne sie wären wir... vermutlich auf dem Scheiterhaufen. Danke. Aber ein schöner Garten auf jeden Fall. Ich mag ja die alten Städte, ne? Wie die Häuser so ein bisschen verschachtelt, dann doch aber auch nicht, mit diesen Wegen, mit diesen Mauern. Ich mag die alten Städte irgendwie. Hugo, komm zurück! Was macht er denn? Du kannst dem aber doch nicht so einfach sagen. Oh nein!
Och, Amicia, Mann! Das bist du auch ein bisschen selber schuld. Du kannst mir doch nicht so offenbaren, dass die Eltern tot sind. Das konnte nur nach hinten losgehen. Es tut mir leid. Warte. Oh Gott. Hugo! Also das konnte... Das konnte nur nach hinten losgehen. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Es tut mir leid. Oh, die Pestbeulen. Was? Oh nein, nein, nein! Ihr Monster, lasst ihn in Ruhe! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, warte, wir wollten nur... Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Ich komme! Alter, habt ihr die ganzen Toten gesehen mit den Pestbeulen? Das war aber ganz schön knapp gerade, ne? Ja, okay, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, als sie gerade so schockiert reagiert hat, weil das mir dann doch leicht von den Fingern ging gerade. Oh, ist das gut. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind jetzt schon hier oben, ne? Ja, da vorne ist die Kathedrale oder Kapelle oder Kirche, wie auch immer. Oder Hospiz. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Lass mich los! Ah, lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf Amicia! Deine Schwester! Tut ihm nicht weh. Er ist doch nur ein Kind. Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hierher kommen? Bitte, zwing mich nicht. Okay, was muss ich machen? Ich bin ein wenig eingerostet. Okay, der Rücken, ja. Komm schon, Konrad. Zeig ihm, wozu du imstande bist. Ah, ich muss ihn entrüsten, ich verstehe. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Ah, so eine bist du also. Gut. Das wird mir helfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, zwing mich nicht, das zu tun, bitte. Diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten. Ja, weiter so. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung des Todes. Ja, bring mich zu. Getötet. Komm mit. Kapitel 3 Vergeltung.
Ich komme. Okay, hier ist einfach niemand. Ihr wisst, was kommt, oder? Wir machen es, wie ich gesagt habe, wir machen jedes Kapitel einfach eine Aufnahme. Wow. Ich finde es sehr krass. Also, als wir den ersten getötet haben, habe ich tatsächlich einen kurzen Schock bekommen, weil sie sich auch so erschrocken hat. Das hat mich auch richtig, dieses farblose Bild kurz. Oh, ich bin drin. Ich bin drin. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Geht direkt hinterher. Ihr müsst leider warten, bis dann morgen das nächste Video erscheint. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir eure Meinung da. Und ich habe unglaublich viel Spaß. Es ist so atmosphärisch. Gleichzeitig aber auch schnell. Aber trotzdem kann man schön erkunden. Und trotzdem ist es nicht langwierig. Es ist so schön. Sehr angenehm, wenn man sehr viel Open-World-Spiele spielt. Mal wieder etwas, was ein bisschen Tempo drin hat. Sehr viel Tempo. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Vergeltung. Ich bin gespannt, ob wir den Doktor finden und vor allen Dingen, ob wir dann Antworten bekommen auf die vielen offenen Fragen. Inquisition, Hugo, der Angriff auf unser Landhaus da hinten. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal mit Plague Tale Innocence. Ciao.